sie hin müssen. Also das ist jetzt, die sind total irritiert. Jetzt malt er. Und das braucht jetzt ein bisschen, aber dann geht das auch los. Guck mal, und die sind eben auch hier oben, weil sie eben da oben auch diesen Duft riechen. Ja? Die müssen erstmal checken, dass das da unten reingeht. Ja. Weil die Beute, die lag ja, die stand ja hier oben und die sind wirklich, also auf einen Zentimeter eingeflogen. Ja. Und das müssen die auch sein, weil wenn zum Beispiel ein Gewitter kommt oder so, dann kommen sie alle ganz schnell nach Hause und da fliegen die blind. Also da wird nicht mehr gesucht, ach, wo war das noch, sondern die sind so eingeflogen auf ihr Zuhause, dass das dann ganz, ganz fix geht. Ist das über das Magnetfeld, machen die das oder machen die das anders? Nee, das ist dann sozusagen, kriegen die sich total. Gelernter Weg irgendwie. Genau. Der steht rechts neben mir. Kannst du mal meinen Nacken pusten? Da ist schon seit 3 Minuten so eine Biene. Ja, ist der. Dankeschön. So, okay. Dann haben wir das ja schon mal. Also die machen jetzt diese Duftdings da. Machen wir immer die Duftautobahn. Und dann gucken wir mal die Tat des Tages. Die Autobahn. Jetzt lassen wir die erstmal so ein bisschen in Ruhe und dann können wir gleich mal schauen, ob die sich da so ein bisschen. Das ist ein Nasenloch, mein Freund. Oder dritte, der auf dem Boden steht. Bitte? Der dritte, der auf dem Boden steht. Ja, den machen wir heute. Das hatten wir geplant, dass wir den noch aufschließen, auch so eine Unterkonstruktion bauen, ja. Aber das